Hallo und willkommen zurück bei lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch beim Auffüllen hier. Das wird aber langsam. Hier sind wir beim Tunneln. Da haben sie wieder Steine liegen lassen. Oh, Hold Position, das wollte ich nicht. Du kannst ruhig wieder weiterarbeiten. Hm. Entschuldigung. So, bei der Gelegenheit kann ich den Quarry auch mal wieder drei tiefer machen. Eins, zwei, drei. So. Die lassen wir fleißig tunneln, wie es hier so läuft. Und als nächstes spielen wir mal wieder mit den Holzdingern rum. Entschuldigung. So, ich wollte das ja so machen. Dann wollte ich eigentlich die hier nehmen, sozusagen als Dach. So. Nein. So, vier können wir so machen. Das heißt, ich müsste da oder eigentlich hier müsste gehen. Weil wenn ich es von beiden Seiten mache, gehen insgesamt 10. Hier unten geht es halt schlecht. Ja, und das klappt nicht, leider. Ich bin hier so ein bisschen am Austüfteln, wie ich das am besten dann hinkriege. Weil ich hier nur so ziehen würde, sieht das irgendwie komisch aus. Baumstämme würden auch komisch aussehen. Ich könnte natürlich einfach so Steine. Nee. Wäre auch komisch irgendwie. Das funktioniert leider nicht. Also ja, dass es hier nicht so oft aussieht. Müsste ich wirklich hier dann das so machen?
Ja, das sieht dann nach nichts aus mit den Dingern. Aber ganz ehrlich, wenn ich die oben drauf packe, sieht das auch nicht wirklich nach was aus. Also müssten wir das wirklich so lassen. Ich könnte die hier noch so als Abwehrdinger hinmachen. Nee, das sieht dann richtig komisch aus. Also ja, bleibt uns eigentlich keine andere Wahl, als das so zu machen. Weil irgendwelche dünnen Steine haben wir nicht, die wir da hinstellen können. Planken können wir leider nicht seitlich dran machen. Ja, schauen wir dann, wenn alles soweit ist. Erstmal gucken, wie kommt die hier voran. Ah, nicht mehr lange und wir können das hier soweit kleiner machen. Dass wir hier alles frei machen können. Bleibt erstmal so dabei. Also, dass wir alles abdecken können, meine ich. Hier wird fleißig getunnelt. Ich schon mal die ersten Teile des Tunnels entfernen. Die wir so nicht mehr brauchen. So, jetzt wird schon wieder mit drin platziert. Yay. Wahrscheinlich, weil ich verschoben habe. Oh, natürlich überspringen Sie den einen einzelnen Block da. Oh, außer er rennt jetzt dorthin. Rennst du dorthin? Rennst du? Rennst du? Jawohl. Genau das wollte ich doch. So. Jetzt könnt ihr euch in Ruhe austoben.
Hier wird fleißig weiter getunnelt. Ich find's lustig, wie sie jetzt wirklich oben auf die Dinger gehen. Und es trotzdem auch immer noch schafft, da runterzukommen. Die AI ist echt speziell in diesem Spiel. Kann man nicht anders sagen. Was sagt eigentlich die Baustelle? Wie viel? 49. Wir haben gerade 0. Okay. Wie sieht's hier aus? Okay, jetzt kann ich den Block da wegmachen lassen. Der ziemlich brimstone-haltig ist. Also ja, es sind sehr viele Erze, das merkt man. Es geht nämlich auch langsamer hoch mit den Steinen gerade. Der Block hier ist halt komplett Stein. Du wirfst dein Zeug. Na okay, pack's ruhig weg. Ihr habt ja irgendwann schon wieder heimlich da aufgefüllt in den Containern. Thank you.
Kann aber eigentlich schon mal dann hier die Steine markieren. Dann haben sie etwas mehr zum Abbauen. Also ja, auch beim Tunneln passiert dieser Bug. Jetzt buddeln sie tatsächlich erst. Naja, gut, macht Sinn, dass sie erst das hier vorne wegbuddeln. So, sammel du das alles mal ein. Wie sieht's hier aus? Wieder sehr schön kunterbunt. Sie haben schon angefangen, am Ende zu füllen. Ja. Okay, da hat einer wieder nur ein 19 irgendwo. Ne, er hat ihn eingesammelt. Gut. Thank you.
Da fliegen wieder Steinchen. Du sammel die mal ein. Danke. Ja, hier ist wieder sehr viel Brimstone, die sie einfach nur weghauen könnten.